Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Aberration. Wir sind hier auf dem Server unterwegs und versuchen gerade unser Haus zu bauen. Zumindest stehe ich Ja. jetzt gerade hier auf der Hausplattform. Was macht ihr? Xa will sterben. Hi. Wieso? Weil Xa gesagt hat, komm, wir machen mal die Krabbe. Okay. Und wir brauchen ja Chitin. Oh, die Krabbe kloppt sich gerade jetzt schon mit dem Trikey. Wir Da müssen sie gar hinten nicht läuft locken. noch ein 88er Avenger rum. Ja, Krabbe. Krabbe. Ja, komm mal. Krabbe. Krabbe ist gleich tot. Ah, die blutet doch noch nicht mal wirklich. Krabben bluten nicht. Na doch. Ach du Scheiße, die macht die Trikes platt. Die macht die Trikes platt. Ich schieß mal mit drauf. Ja, ich auch. Ah, doch. Okay, Krabbe ist tot. Perfekt. So. Und Trikes sind nicht mal mehr sauer auf uns. Dann Ja, ernte nö, ich die sie sollten erstmal. ja auch auf uns sauer sein. Die haben sie ja nur mit Ich der. hab befürchtet, dass ich die Aber die könnte man auch eventuell. kurz wegfrischen. Die sind so dermaßen klein. Mach das ruhig eben. Mehr Krabben. Ich hab 1, 2, 3, 4, 494 Chitin und weiß nicht, 200 Polymer. Okay. Das sind ganz schöne. Wie soll man Ja, sagen? Sie gut, sind eckig. ich meine, bei der Größe, also, da sollte schon was bei rausspringen. Ja. Schön. Okay, gut, ja, dann machen wir uns zurück. Der Dödi kann nichts. Habe ich gerade nochmal geguckt, ob das vielleicht ein großer ist. Ja, ich muss ja den Zuschauern auf YouTube auch noch was gestehen. Ja, ich Hat gefällt. Sinde ist ein bisschen böse auf mich. Oh ja. Sinde wird nie wieder mit mir reden. Mal schauen. Trilobiten schubsen. Genau, Trilobitenfußball. Ja, ich habe, also als das Baby kam, ich war da irgendwie so reflexartig und habe gedacht, Ja, komm, das war alles gerade am meins, schnell Abhauen. klicken, schnell klicken. Ja, das war gerade am Abhauen, das Baby. Und dann habe ich E gedrückt, weil ich dachte, hier kommt ein. Ne? Und habe dann nicht dran gedacht, dass ich es da damit claime. Und Feuer? dann war das halt mir. Ist aber ein 100. Ja, das sind die grünen Kristalle. Das sind die Grünkristalle, genau. Wie gesagt, da kommen größtenteils die Green Games raus, aber auch normale Kristalle. Ja, immerhin ein paar, genau. Das ist gut, braucht man ja für unsere Bude. Ja, und Sinde kümmert sich bald ums Dach bei der Bude, oder wie ist jetzt die Planung? Was machst du gerade? Ja, ja. Ja. Bin hier fleißig. Das ist gut, wenigstens eine. Ja, und wie wir dann nur Mist machen hier. Das heißt Mist, wir Wohl. haben hier gerade gut Ja, Chitin rausgeholt. wir haben gut Chitin geholt für die nächste Plattform, ne? Also war gar nicht so viel Mist. Wir waren sogar mal ganz nützlich. Nicht unnütz. Ja. Naja, so die Basilisken-Ecke, ich hau mal ab. Ja, So. sollte halt besser sein. Zumindest bis wir unser Rudel haben, sollte ich da mal weg. So, ich sollte mal nach dem Baby schauen, ne? Nicht, dass das gleich Ja, so langsam. tot ist, weil wir waren jetzt weg. Ich gerade ein bisschen Panik. Sind denn, wenn du drüben auf der Plattform bauen willst, in der Bank liegen auch noch einige Teile drin? Ah, super, toll. Da hatte ich zumindest die Kiste reingeschmissen, die ich noch bei hatte. Ach ja, siehst du, der Trike ist auch schon fast. Oder ist schon über die Hälfte durch. Bei Der 63. Stego, meinst du? Stego, ja. Stego-Trike. Ja, Stego-Trike, genau. Haben wir den Trike-Stego. eigentlich auch im Offscreen gelegt, den Stego? Ne, den haben wir noch in der letzten Folge gemacht, oder? Gute Frage. Was sagt denn unser Geist im Hintergrund? Hat er dazu eine Meinung? Ich meine, das war im Offscreen. Das war im Offscreen? Echt? Aber alle Angaben ohne Gewähr. Auf jeden Fall haben wir da oben einen Stego liegen. Das ist echt, das ist noch, da müssen wir uns noch dran gewöhnen. Mit den Folgen im Off und hast du nicht. Ja, da liegt ein Stego Level 120, der lief da so rum. Nee, das haben wir doch in der letzten Folge gemacht. Alter, man wird ja auch nicht jünger, ne? Naja, wie dem auch sei. Stego. Träumchen, ehrlich. So, 1, 2, 3, 4, 580. Das heißt 1200
200 Stein vielmal, also ungefähr. Legendary. Cool. Oh, ach Quatsch. Cool. Schreibt in der Chat. Lego-Legen war im Off? Ehrlich? Haha. Hört mich. Ja, da liegt ein Stego-Level 120. Er ist mir über den Weg gelaufen, habe ich gedacht, komm. Kannst du nicht liegen lassen. So, cool. Wir haben gar nicht mehr so viel Stein. Also, falls jemand Zeit findet, ja, Stein zu holen, ich werde es auch nochmal. Kann kurz für die losdüsen. Der kann mittlerweile 2000 Stein rentragen. Sehr schön. Dann gehe ich mit dem Hund los und hole nochmal Holz, weil wir brauchen ja für die Plattform auch wieder einiges. Ach, hast du da jetzt mal einen gekrallt? Nö. Ich habe einfach den. Kuya hat ein einnehmendes Wesen. Ja, alles, was hier bei Sky auf den Bäumen ist, wird sich unter den Nagel gerissen und du mitgenommen. Du wolltest doch absolut nehmen. Also ich habe jetzt noch nicht. Ich habe jetzt noch nicht festgestellt, dass ein Hund irgendwie irgendwem wäre. Sorry. Apropos, hier, meine Errungenschaft, mein Beutegut, mein Liebesgut. Ja. Ja, die könnt ihr mal einen Namen in den Chat schreiben. Wir sind ja nach wie vor im Stream für die YouTube-Zuschauer. Vielleicht kommt jetzt ein schöner Name für mein kleines Baby, weiblich. Alles nur geklaut. Alles nur geklaut. Genau. Level 155 Weibchen. Es ist, dass man das wieder verpaaren hat, sind dann dafür ein richtig großes. Ja. Also, das ist von daher schon mal gesichert. Aber ich könnte sie in der Tat Beutegut nennen, oder? Ja, das fände ich gut. Was machen wir mit dem ganzen Polymer eigentlich? Das kann man doch gerade noch gar nicht gebrauchen. Oder kannst du damit schon irgendwas bauen? Ich könnte damit Elektronikzeugs bauen. Also Kühlschränke, Generator und so Gedöns. Brauchen wir eigentlich ja dann auch so demnächst irgendwann mal. Das stimmt, aber du hast hier aber irgendwas falsch gemacht mit diesen Glasscheiben. Ja, die sind eigentlich richtig. Wieso? Nee, da ist doch... Oder ist das jetzt hier ein Leck oder Bug oder so? Die einen Scheiben sind nicht richtig. Also bei mir waren die alle richtig. Kann man gucken. Ich bin jetzt gerade am Stein hacken. Lass einfach mal so. Ich schaue mir das dann an, wenn ich wieder drüben bin. Wolltest du dir nicht Holz holen? Ja, ich habe nur gerade einen Stein gehackt, weil der im Weg war. Ach so. Klaus der Bittchen. Den fand ich auch. Das ist gut. Klaus der Bittchen, schöner Name. Also Kleptomania ist auch super. Aber Klaus der Bittchen war jetzt. Ist jetzt schon sehr, sehr gut. Raubopf. Gilly-Rüstung haben wir schon gebaut. Das wäre sonst auch so das Erste, was mir einfällt. Ja, zwar nicht für alle, aber so viel brauchen wir eigentlich da nicht, oder? Ja, wobei, wenn jeder einen hätte, wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, dann kann ich mich gleich nochmal reinsetzen. Wobei wir noch von letzten Mal über haben. Also, Mending Fest. Quatsch. Poly. Kann ich jetzt bei dir mehr. Also Klaus, der Mädchen ist schon nice. Ja, das klappt. Das Fahrt hier in die Tat umsetzen. Hätte ich auch noch gefragt. Eigentumsdelikt. Oh Mann. Grafik ist tatsächlich doch alles auf Epic, fast alles auf Epic. Ich kann da gerade mal zeigen, weil es immer wieder gefragt wird, auch mal unter den Videos. Hier sind die Einstellungen. Anti-Aliasing ist auf High und das Terrain-Shadow ist auf High. Ansonsten habe ich alles auf Epic. Resolution Scale ist auch hochgedreht. Ich kann eventuell ein bisschen was runternehmen. Weil wir vielleicht immer noch ein paar Ruckler haben. Oder sind die jetzt weg, die Ruckler? Das können wir nochmal fragen. In der letzten Folge war ja so aufgekommen, dass es hier und da ein bisschen ruckelt. Terrain, genau. Ich würde ja mal sagen, ob das sich verflüchtigt hat oder ob es nach wie vor ist. So, ist
das nicht süß? Baby Klaus der Wittchen? Baby Klaus der Ja. Nee, schön. Buckler sind weg. Oh, das freut mich sehr. Das freut mich in der Tat sehr. Wobei es ein weiblicher ist. Also, oder eine ja, aber es ist ja Wittchen immerhin. Also. Achso, Sonst wäre es Klausi, der Wittchen. Ja, Klaus, der Wittchen. Ja. Klaus von der Wittchen. Oh, Klaus von der Wittchen wäre ein guter Name. Komm, scheißegal, ob Weibchen oder Männchen. Nennen Sie bitte Klaus von der Wittchen. Okay, wird gleich gerne. Oh Mann. Das ist ein Adliger. Das ist ein von der Mädchen. Klaus von der Mädchen. Herrlich. Ich werde jetzt mal einen Hundi überladen. Na egal, wir kommen schon hoch. Warum ist Sinde so ruhig? Ich glaube, weil Sinde hochkonzentriert baut, aber du darfst ruhig. Also, der Chat findet deinen Vorschlag auch ganz toll. Ja, ich glaube auch. Nein, ich bin ja gar nicht ruhig. Nur ein bisschen. Wie nur ein bisschen? Nur ein bisschen. Voll kondensiert mit der Arbeit. Genau. Jetzt guck dir endlich mal da die Glasscheiben an. Du hast da was falsch gemacht. Und ich krieg das nicht behoben. Was ist das? Ich schätze, das ist wirklich nur ein Anzeigefehler. Als ich dort war, war alles richtig. Wenn du es auch nicht behoben kriegst, dann wird das... Ich bin gleich da. Mein Hund ist nur gerade so langsam. Ich komme jetzt gleich rüber zu dir. Ich schätze, es ist wirklich nur ein Anzeigeproblem. Ja gut, dann... Das Panorama hatte ich eigentlich genau eingestellt. So. Ne, geht nicht. So. Also, von den Ravagers alles an. Wie heißt das Zeug, Funkelwood? In die S Plus Smithy. Oder ach ne, S Plus Dings. S Plus, wie heißt denn das Ding? Crafting. Eigentlich nur Crafting State. Ich bin blind. Da. Ich glaube, ich das zweite oder dritte unterste sein. Ja, Transfer. Kannst du auch gleich im Transfermenü bleiben, ich komme gleich hier mit Bödi angerollert. Sehr gut, ich mache jetzt gerade noch Thatch und dann nehme ich deinen auseinander noch, ja. So, bin da. Thatch vom Ravager in die Dings. Transfer Stone from all Dinos mache ich jetzt einfach. Auch wieder da rein. Transfer 2300, alles da. Hast du noch Flint? Warte mal kurz. Nee, Flint habe ich gar nicht. Ach nee, nimmt der ja gar nicht. Nee. Ist etwas dunkel. Ja, Entschuldigung, mach ihn wieder heller. So. Ich tu dir mal das ganze Polymer da rein. Das kannst du ja dann. Huch, das kannst du ja dann verwursten, wie du magst. Mhm. Ja, nehme ich dann gleich mit rüber. So, so eine Praktik. Achso, und Dings dürfte fertig sein. Da kannst du auch das nächste Bounce haben. Die Cementing Paste habe ich durchgehakt. Mhm. Dann geh ich gleich mal rüber zur Sinde. Hau ich da alles rein. So. Und glühende Pfoten. Ui. Wo hast du die Bending Paste reingelegt? Ach ja. Die ist noch noch im Mörser sein. Unten. Okay, jetzt sieht's wirklich falsch aus hier. Sehr eigenartig. Ah! Digga, alter Sünde. Voll drauf reingefallen. Sehr schön. Gott.
Du hättest mir einen Gefallen machen und meine Randtablette irgendwie runterjagen. Ich krieg die gerade. Oder warte mal, vielleicht krieg ich die. Schade, dass ich nicht auch drüben war. Ich bin voll drauf dran. Ich krieg meine Randtablette nicht. Danke für dein Follow, Herr Teufel. Deshalb warst du so ruhig. Ja, ich glaube, das ist ja alles nicht. Ja, der Chat feiert es gerade ganz gut. Glaub zu Recht. Nicht nur der Chat. Komm nicht an meinen Hund. Oh, wie schade. Ja. Ich wollte eh was sagen. Dass der andere erwachsen ist. Ja, ja. Hier wird man nur gemobbt. Oh. Scheiße. Voll auf den Leim gegangen. Kacke. Schön. Hast doch die Krallen dabei, stimmt. Ich hätte auch hochklettern können. Ja. Ach, egal. Jetzt laufe ich. Nutzen sich die Krallen nicht ab, die kosten ja auch ein bisschen was. Oder? Wie teuer sind die eigentlich? Ich hab das gar nicht mehr im Kopf. War jetzt, glaube ich, nicht so teuer. War ein bisschen Eisen, Holz und ein bisschen Hide, glaube ich. Okay. Also jetzt nichts wirklich. Oder, ja, Fiber, ein bisschen Wood, ein Green Gem und ein bisschen Metall. Also nicht sehr teuer. Ah, ja. Unglaublich. Das mir. Vor allen Dingen, wenn ich an Sindesstelle gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich einen ähnlichen Plan geschmiedet, muss ich ja zugeben. Und ich bin trotzdem voll auf den Leim gegangen. Nicht ja, schlecht. Die Ruhe vor dem Sturm nicht beachtet. Ja. Chapeau. So, wie geht's dem hier? Supi, der ist auch gleich fertig, der 120er Dego. Und dann schauen wir mal das Baby an. Klaus von der Witch. Das ist wirklich ein Besser Top-Name. Nicht. Klaus von der Witchin. Da ist er, Baby Klaus von der Witchin. Nee, Juvenil Klaus von der Witchin sogar schon. Ui. Das ist ja... So, und das andere ist ein Adoleszent, allerdings auch noch 53%, also brauchen wir schon noch etwas. So, jetzt bringst du das aber wieder selbst in Ordnung da. Ja, mache ich. Das ist ja wohl die Höhe. Kann ich eigentlich so rübersliden auf der Zipline jetzt, wo die drüben ist, meine Katze? Müsste, ne? Was noch? Ja, aber du dürftest dann wahrscheinlich gegen die Foundation klatschen. Ich. Das muss ich sagen. Ich. Dann. Fuck. Sehr schön. Das hat er jetzt gemacht. Er ist gegen die Seele geklatscht und runtergefahren. Ah. Das ist die Scheiße. Ja, du, das ist aber echt ein Problem, ne? Da müssen wir uns was einfallen lassen, wenn man da mal mit der Hand rüber, also händisch rüber will. Ja, müssen wir halt unten, ne? Sie liegen dranhängen oder so. Noch eine Auffangstation irgendwie machen. Doppelabgang, was die Sinde mir antut, das ist unglaublich. Warte mal, komme ich da irgendwie? Ja, machen wir jetzt mal hier. Jetzt ja, doch, warte, ich schau mal kurz, ob da noch eine Seedling da ist. Dann können wir irgendwas hinzimmern, eventuell. Ja, hat noch was. Auch gleich. Gott, komme ich damit an? Ja, was so, bin da. Ich bin hochgeklettert jetzt. Bleibt ja nichts anderes übrig. Hast du so komplett entfernt hier die Ceilings oder was, Sinde? Sinde? Sinde ist gemutet. Sinde sagt nichts mehr. Wahrscheinlich unter dem Boden verlangen. Sinde! Wahrscheinlich ist ihr Hund wieder von der Fensterbank gefallen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich glaube, die Sinde hat immer noch die Ceilings im Gepäck. Mein gemein. Ich mach mal Licht. So. Weil du bist es wahrscheinlich schon da drüben, oder? Koja? Ja, was ist? Ich kann auch nochmal rüberkommen. Ja, nö, ich hätte dich ja braucht, aber. Nö. Ja, tolle Antwort. Komm doch nicht nur zum Leuchten, bin nur dein Armleuchter. Doch, doch. Also die waren ja schon Juwelen, da brauche ich nicht mal gucken. Gut, was stünde jetzt an als nächstes? Wir brauchen immer noch. Jede Menge. Leck mich doch am Arsch! Was ist denn heute los? Vorteile eigentlich. Oh, bin schon wieder unten. Oh Mann. Ich bin über die Railing geklitscht. Sinde, was ich dich noch bitten wollte, ist, die Ceilings da wieder hinzusetzen. Ja, mach ich. Ich bin ja nicht so. Das wäre nett. Wollt ja nur den Trilobiten hier töten. Gibt's doch gar nicht. Ich bin echt einfach so über die Ceiling geklitscht. Voll fies. Wir müssen da unbedingt anständige Wände hinmachen. So, nun ist es hier auch sicher. Sicher rutschbar. Ach, das auch ist sicher. Per Hand. Also nicht Koja sicher, aber zumindest so ein bisschen sicher. Ich will schon Koja sicher. Das wird aber teuer. Sehr teuer. Sehr ausladend, da müssten wir die Fläche da noch ein bisschen vergrößern. Ja, ich würde gerne mal losziehen mit euch nochmal was zähmen gehen, oder? Ich meine, so eine. Ja, ich meine. Häuschen hier sollte ja auch noch mal. Ja, aber ich würd gerne mal, weißt du, so ein bisschen erkunden und. Wir können ja die Hunde wieder verfüttern, weißt du, jetzt haben wir ja so viele. Super, ja, tolle Idee. Ganz tolle Idee. Wir sind gleich fertig, haben auch Bärchenfarmer hier. Ich weiß nicht, was könnte man an. Also, eine Roll Red haben wir ja eben schon gesagt, aber da unten ist keine mehr. Da müssten wir vielleicht wieder ein bisschen weiterlaufen. Eine Roll Red könnte man nochmal suchen gehen. Was macht denn der Honig? Wir fleißig vergammeln. Ja, wahrscheinlich. Ja, weg. Honig ist aus. Ja, doof. Honig ist aus. Das heißt, dann müsste ich nochmal Honig gehen. Honig holen gehen. Oh, Stiko ist gleich fertig. Ja, der ist gleich fertig. Hier war doch. Könnt ihr mal rüberkommen, dass wir nochmal Honig holen? Oder wollen wir das erst, wenn wir eine Red haben? Ich würde erst eine Red suchen, bevor wir Honig holen. Weil wenn wir keine finden sollten, dann ist der Honig auch wieder vergammelt. Bockt er bei mir. Wie wollen wir denn den Stego nennen? Ist es ein Männchen oder ein Weibchen? Ein Weibchen, glaube ich. Okay. Tante. Wie können wir sie nennen? Edna. Hat Edna? Tante Edna. Korrigiere, ist ein Männchen. Okay. Onkel Stan? Onkel Stan. Ja, wegen mir auch das. Vielleicht hat der Chat ja noch einen schöneren Namen als Vorschlag. Ja, soll ich mal eine Roll Red suchen gehen, oder? Was ist das schön. Ein Schwanzschlag und keine Ahnung, wie viel tausend Bären. Ja. Okay. Xar schlägt lieber mit Schwänzen durch die Gegend, dann gehe ich halt mal gucken. ob ich eine Roll Red finde. Falls ich gleich wild schreiend wieder zurückgerannt komme, war es kein Roll Red, dann war es ein Basilisk. Genau. Okay. Was habe ich denn? Ist das. Nee, teurer Hund war nicht der wertvollste, ne? Wir hatten noch einen 150er oder sowas, glaube ich, im Level. Ich habe jetzt nicht das größte so, Männchen, ja. Ich habe so ein mittleres. Mal ein bisschen Charge geholt. Boah, die Trikes sehen nachts richtig schick aus. Die leuchten so schön. Die haben recht viele von diesen Leuchtflächen. Die anderen sind so ein bisschen unscheinbarer.
Ja, die Trikes sind richtig schick. Das ist die Fläche, wo man das große Rudel hat mit dem 120er. Aber ich sehe gerade kein Rudel. Rate mal, wann du das weitersuchen kannst. Och nö. In der nächsten Folge. Ich will noch nicht aufhören. Das ist mir noch nicht. Na gut, okay. Ausnahmsweise. Wenn Kia sagt, ich muss Schluss machen, dann höre ich auch lieber auf, weil ich kann nicht zwei Frauen heute gegen mich aufbringen. Wäre fatal. Könnte böse enden. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und tschö. Tschüss.